Das ist einfach so ein Spagatsprung. Ein Spagat könnt ihr, ne? Ja. Nee. Nach vorne springen, genau. Yo, wow, wow, Bitches! Heute fordere ich meine Maskulinität etwas heraus, denn ich bin heute bei einem sehr außergewöhnlichen Sport und ich finde auch etwas unterschätztem Sport. Wenn man sich vor allem meine Beine anguckt, dann ist vielleicht auch klar, warum man mich bei diesem Sport auch unterschätzen sollte. Ich habe heute auch wieder ganz spektakuläre Unterstützung bei mir. Unter anderem erkennt ihr jetzt schon, was wir machen, wenn ich Bridget hereinrufe. Und jetzt? Wir sind heute beim Ballett. Der prima Ballerina neben mir sieht schon sehr klassisch aus. Wir haben uns in den Videos auch schon häufiger über Ballett unterhalten. Erinnerst du dich? Nein. Mit dem Rollstuhlfahrer habe ich über Ballett gesprochen. Du hast einmal schon geprallt über deine Ballettfähigkeiten. Ich? Wir zeigen heute unsere Ballettfähigkeiten, um so ein bisschen Eleganz wieder ins YouTube Deutschland reinzubringen. Natürlich können wir es nicht ganz alleine. Darum haben wir noch weitere Unterstützung. Ich zeige mal gerade die Beine. Natürlich können wir es nicht ganz alleine. Darum habe ich noch weitere Unterstützung dabei, die uns eben den Ballett Sport nahe bringen. Das ist doch gar kein Sport. Stimmt, das ist eine Ballettkunst. Ja, hallo. Ja. Hallo, 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 hallo. Ich heiße Anastasia und ich tanze Ballett schon ganz viele Jahre. Ich bin Slava Sorokin, ich bin Leiter der Ballettschule Koblenz-Gasthausen und wir möchten heute eine Probestunde machen, gell? Ich bin schon ganz aufgeregt, weil ich muss sagen, Tanz war noch nie so meine stärkste Eigenschaft. Ich habe Bridget eben dabei, weil sie eben immer mit ihren Künsten prahlt und wir werden jetzt... Absolut. Und wir werden eben testen, wer von uns kann besser Ballett. Wir werden die gleichen Tricks gezeigt bekommen. Und Tricks? Ja, ich dachte wie beim Skateboard, so Stunts. Und wir werden eben gucken, wer sich dabei besser schlägt. Sehr gerne. So, am besten würde ich mal vorschlagen, wir wärmen uns auf. Das ist immer ganz wichtig im Ballett, damit man sich nicht verletzt. Dafür haben wir hier Ballettstange. Da gehen wir erstmal an die Stange. Da können wir uns ein bisschen festhalten. Wir stellen uns erstmal in die erste Position. Das heißt, Fersen gehen zusammen, Spitzen auseinander. So. Also können Sie die Beine mal gerade machen. Dann schalte ich gleich die Musik an und dann können wir direkt mal mit Musik ein bisschen üben. Ja? Ja. Eine Plie. Ganz hoch. Und jetzt beugen wir uns ganz tief runter. Richtig runter. Und nach hinten jetzt, ganz weit. Und auf Spitze. Gut. Jetzt ein Fuß geht zum Knie, Fußspitze. Ganz weit auch. Oh Lord. Und der fasst mich an und dann kipp ich um. Deine langen Arme. Die Arme von einem Albatros, sei still. Jetzt geht Ferse an die Spitze. Die fünfte. Und jetzt werfen wir Beine ein bisschen in die Luft. Noch höher. Und kurz Hände um. Und Bein hoch. Und ganz tief runter wollen. Bein richtig hoch. Oh, was? Oh, Bridget. Gut, dann legen wir einen Fuß auf die Stange und legen den Bauch einfach aufs Bein drauf. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und legt mal Ohr aufs Knie. Oh je. Dann probieren wir vielleicht mal ein paar Drehungen. Oh ja, yeah, oh ja. Yeah. Macht einfach Füße zusammen, geht ein bisschen nach hinten, dann habt ihr gleich viel Platz. Dann nehmt ihr die Arme so wie einen großen Kuchen und dann gucken wir immer nach vorne und drehen. Das wird jetzt echt lustig. Oh mein. Oh, wie schön. Wie wäre es jetzt, wenn wir eine ganz langsame Drehung machen werden? So, dann macht ihr ein Bein nach hinten, so ein bisschen gebeugt. Attitüde nennt man das. Und dann dreht sie sich ganz langsam, nennt man Promenade. Und jetzt Bein nach hinten. Attitüde. Genau. Und dann drehen wir uns ganz langsam. Oh Gott, oh Gott. Also ich sag ja nichts, ich sah vielleicht aus wie so ein Storch, aber ich stand stabiler als du. Ich bin ja nochmal in der Aufbereitung. Ja, 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 ja. Wir sind hier zum Üben da. Da gucken wir jetzt, wie gut ihr eure Beine jetzt werfen könnt. Oh ja! Und schön weich landen. Weich. Ach so, ja. Die dreht auch verkehrt. Ich kann so nicht drehen. Ja, super.
Wir stellen die Füße in die fünfte Position jetzt. Und jetzt, wenn wir springen, wir müssen in der Luft nur die Füße wechseln. Oh. Und jetzt schneller. Oh ja. Tanze. Ich schwitze langsam so aus meinen Schläppchen raus. Ausgestreckte Beine, das nennt man Piqué Passé Drehen. Immer so eins, oh, und zwei, oh, und elegant. Drei. Oh, wie schön. Immer weiter so. Und andersrum drehen. Und direkt drehen, direkt. Nicht warten, direkt. Zack. Ja, richtig, ja. Ja, die kann ich. Links rum. Beim Drehen so. Ja. Gut. Geht so, bitte. Wir probieren jetzt noch was Schönes. Ja. Aus dem Plié einen kleinen Sprung nach vorne machen. Und dabei Fuß kurz nach vorne strecken. Oh, das klappt ja schon mal direkt gut. Das hier hat so ein bisschen was Moskau-mäßiges. So Moskau, Moskau. Genau. Ah, den Crochet-Tee, den kannst du mal fragen. Crochet-Tee. Was für ein Ding? Den kann er nämlich gut. Was? Hä? Ist das so nicht mal was ein Crochet ist? Nö, das ist einfach so ein Spagatsprung. Als Spagat könnte er, ne? Ja. Ah, nee. Oh, yeah. Nein, mach's nicht, du tust dir weh. Also, nee. Nach vorne springen, genau. Oh. Oh. Ah, schön weit. Wow. So, als letztes machen wir noch Fouetté. Das ist die Drehung, die ganz berühmte Fouetté-Drehung, wo man 32 Mal schön um die eigene Achse drehen kann. Also für euch reicht das, wenn ihr 30 macht. Ach, danke. Oh, Gott sei Dank. Mir war schon hier ein bisschen langweilig. Machen wir Bein auf, auf. Oh. Auf. Es sieht total einfach aus, aber es ist so schwierig. Ja. Toll! Die kenne ich nicht, den Schritt. Also wenn ihr interessiert seid an der eleganten Kunstform Ballett, dann seht euch doch die Ballettschule Kartause in Facebook auf der Webseite oder auf Instagram an und schreibt euch vielleicht für den nächsten Kurs ein. In Koblenz finden die ganzen Kurse statt und es ist wirklich super, super spannend und die beiden sind super. Das Gewinnerkommentar von letzter Woche wird jetzt im Video eingeblendet. Wenn ihr mehr von interessanten Sportarten, außergewöhnlichen Hobbys oder Ähnlichem sehen wollt, dann bleibt doch bis nächste Woche dran. Und dann sehen wir uns eben nächste Woche für spannenden Content wieder. Also dann, show me all, bitches! See me hyped. Bridget ist mein Spirit Animal. Ganz schön schräg, aber geil. Hut ab an deine Eltern. Echt krass, dass sie so klasse mitmachen. I love it. Das muss an den Broadway.